Ein Flutlichtspiel, immer etwas Besonderes, vor allem wenn es wie gestern an einem 14. Oktober stattfindet. Denn an einem solchen 14. Oktober vor 144 Jahren fand das erste Flutlichtspiel überhaupt im englischen Sheffield statt, vor über 20.000 Besuchern. In Babelsberg sind 2.191 Gäste dabei. Babelsberg in den weißen Trikots mit dem ersten Standard des Spiels und der ersten Chance durch Daniel Frahn. Babelsberg nimmt als Tabellenzweiter die Favoritenrolle von Beginn an wahr. Für den Tabellen-15. aus Meuselwitz geht das hier alles zu schnell. Rausch auf Iraki Plath, im Nachfassen dann sicher. Knappe Viertelstunde rum, es spielt nur eine Mannschaft nach vorn und die heißt Babelsberg. Frahn, Schmidt, die Kugel rutscht durch zu Ndalu, 1:0. Das hat sich angedeutet, auch wenn dieser Gegentreffer für die Meuselwitzer maximal unglücklich ist. Müller fälscht noch ab zu Ndalu und dann bekommt Plath ihn noch durch die Beine. Trotzdem natürlich verdiente Führung für Babelsberg. Die Thüringer mal in der gegnerischen Hälfte. Fischer, gute Flanke auf den Kopf von Hansch, die beste CFC-Chance, weil einzige bis zur 34. Minute. Heiko Weber sagt im Vorfeld eher scherzhaft, vielleicht unterschätzen sie uns ja. Nee, tun sie nicht. Iraki wieder schnell nach vorn auf Frahn, der macht Faxen und das reicht, um Müller zu verunsichern. Ndalu, Frahn, wieder Rudolf Ndalu, zweiter Treffer für ihn, zweiter für Babelsberg und das geht natürlich viel zu einfach. Da waren genug vom ZFC da, um das besser zu verteidigen, aber es zeigt auch den spielerischen Unterschied. Die Roten trauen sich mal was in der gegnerischen Hälfte. Pistol mit dem Solo, Schätzle mit dem Abschluss. Und da beschwert sich Kartritsch zu Recht. Der hat wesentlich besser gestanden. Es passt zur ersten Hälfte der Meuselwitzer. Kurz vor der Pause noch einmal Babelsberg. Gladro auf Frahn. Blatt bleibt lange stehen. Wenn sich Babelsberg etwas vorwerfen muss, dann, dass sie nur mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen. Weiter geht's mit Iraki. Der wird von Müller gefoult. Klare Sache, Freistoß und Gelb. Das macht Sinn. Plath dirigiert seiner Mauer nicht ganz so einfach für Torwart und Schütze. Ziemlich zentraler Ball. Gladro macht das. Latte! Und dann reagiert Frahn am schnellsten. Daniel Frahn hat den Torriecher und die Reaktionsschnelligkeit noch. Trotz 35 Jahren sein vierter Saisontreffer. Die Hälfte davon geht an den Freistoßschützen, an Gladro. 3:0, das Spiel ist in der 58. Minute entschieden. Jetzt geht es noch um die Höhe der Meuselwitzer Niederlage. Danke und nicht Maß, auch da fehlt nicht viel. Babelsberg bleibt auch nach 9 Spielen ungeschlagen, ist weiterhin im Flow. Meuselwitz bleibt bei nur 2 Siegen nach 9 Spielen. 6 Punkte, das ist natürlich zu wenig. Babelsberg mindestens 2 Nummern zu groß. Gänsel probiert's mal, Plath kann nur abklatschen und kriegt ihn dann doch noch vor dem eingewechselten Nattermann. Babelsberg will den vierten Treffer, nicht nur weil es schön wäre, sondern weil dieses vierte Tor auch die Tabellenführung bringen würde. Zumindest über Nacht wären sie dann am Berliner AK vorbei. Gänsel auf Nattermann, da ist das 4:0 und da ist es auch schon wieder weggepfiffen. Es lässt sich in der Zeitlupe nur erahnen, dass diese Entscheidung richtig ist. Das ist Kartritsch kurz vor dem Ende. Er wird nicht mehr wirklich angegriffen. Probiert's nochmal. Und das ist übrigens Luis Glatte im Babelsberger Tor. Hatte nie wirklich was zu tun. Den holt er sich im Nachfassen. 3:0 gewinnt der SV Babelsberg 03 gegen den ZFC Meuselwitz. Heute war schwer. Wir hatten wenig Aktion nach vorne. Es war schwierig. Haben hinten die Dinger zu einfach bekommen. Und dann verlierst du hier in Babelsberg 3:0, 4:0, glaube ich, oder? 3:0, das vierte zählt ja. Nach so einer ersten Halbzeit, wo wir vielleicht sogar noch mehr, also noch höher führen müssten, haben wir dann in der zweiten Halbzeit nachgelegt und hatten auch noch genug Chancen, da nochmal viele Treffer zu machen. Aber von der Souveränität und von der Gier war das sehr, sehr gut. Was macht noch Mut, auch bei so einem Spiel wie heute? Boah, naja, wenig. Aber es kann noch besser werden. Also keine Ahnung, man muss jetzt trotzdem sehen, was man daraus mitnimmt. Wir werden es analysieren und gucken, wie wir dann weitermachen. Anders hilft nicht. Dankeschön. Interviews vom Meuselwitzer Trainer und vom Kapitän gibt es übrigens nicht. Die Stimmung bei den Thüringern
am Boden.